Schon ganz gleich begeben wir uns in die Provence. Wir werden über wunderschöne Lavendelfelder schlendern, die Gerüche und Eindrücke wahrnehmen und einfach nur die Seele baumeln lassen. Nimm dir eine Auszeit. Du hast sie dir verdient. Und nun sorge dafür, dass du es so richtig bequem hast. Begib dich in eine Position, in der du dich wohlfühlst. Sobald du bereit bist, kannst du deine Augenlider schließen. Nimm nun deinen ruhenden Körper auf der Unterlage wahr. Atme langsam und bedacht durch die Nase ein und durch den Mund aus. Fühle, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Dein Nacken ist locker und gelöst. Deine Füße liegen auf der Unterlage und sind angenehm warm. Atme jetzt ganz bewusst tief ein und wieder aus. Atme nochmals, 5-mal richtig tief ein und wieder aus. Ganz in deinem eigenen Tempo. Wandere mit deiner Selbstwahrnehmung zu deinem Brustkorb. Du kannst auch gerne deine Hand auf ihn legen, um dich besser spüren zu können. Fühle in dich hinein und stell dir dabei deine Farbe als helles Licht vor. Am Anfang ist es noch ein kleiner Lichtball, der in der Mitte deiner Brust sitzt. Jetzt dehne dieses Licht mit jedem Atemzug immer weiter aus. Ja, noch etwas größer werden lassen, bis es zu einer großen Lichtkugel geworden ist, die deinen Brustkorb umgibt. Atme ganz natürlich ein und aus und sieh, wie sich diese Energie immer mehr weitet und ausdehnt.
Dein ganzer Körper ist jetzt mit dieser strahlenden Farbe umhüllt. Nimm wahr, dass jede Zelle deines Körpers in dieser Farbe leuchtet. Sie fließt von deinen Armen zu deinem Oberkörper, weiter zum Hals, dem Kopf und gleitet in deinen Brustraum bis zum Bauch. Es fließt und pulsiert in einem ruhigen Strom farbigen Lichts. Weiter strömt es zu deinem Beckenboden und in dein Gesäß. Diese wunderbare Energie gleitet weiter in deine Oberschenkel, zu den Unterschenkeln, bis zu deinen Füßen. Fühle in deine Zehen hinein und spüre die angenehme Wärme und den Energiefluss, der jetzt in deinem Körper zirkuliert. Der energetische Strom umhüllt und durchdringt dich. Male dir in deiner Vorstellung aus, du befindest dich vor einem Château in der Provence. Die alten Backsteinmauern des Schlosskomplexes strahlen eine Atmosphäre der Ruhe aus, eine Gelassenheit, die aus längst vergangenen Tagen und ruhigeren Zeiten stammen mag. Das Gebäude steht am Anfang weiter Lavendelfelder, die gerade in voller Blüte stehen. Du hörst leises Plätschern und das Zwitschern der Vögel. Lass deine Fantasie schweifen und male dir deine Umgebung auf deine eigene innere Leinwand. Nimm dir dafür ruhig Zeit und genieße diesen Moment. Es ist deine Zeit der Entspannung. Sie ist nur für dich da. Atme nun ganz natürlich ein und wieder aus. Spüre die Atembewegungen deines Körpers. Es atmet dich. Lass ihn in aller Ruhe fließen. Fühle die wohlige Wärme und die Entspannung in allen Muskeln und Sehnen. Deine Nackenmuskulatur darf jetzt weich und gelockert sein. Dein Rücken streckt sich in angenehmer Weise. Ruhe,
tiefe Ruhe umgibt dich hier an diesem Ort. Nur die Geräusche der Natur sind wahrnehmbar. Ein zarter Luftzug berührt deine Haut und streicht liebevoll über sie hinweg. Es fühlt sich wie eine sanfte Berührung an. Die Sonne steht hoch oben am azurblauen Himmel und sendet dir ihre Strahlen. Sie umschmeicheln dich und du fühlst dich absolut wohl und geborgen. Nimm dieses Gefühl der Geborgenheit tief in dich auf. Dein Blick bewegt sich über die Gartenanlage hinweg und du erkennst, dass sie sehr weitläufig ist. Wenn du magst, kannst du sie nun in aller Ruhe erkunden. Voller Leichtigkeit und Freude schlenderst du an den verschiedenen Hecken und Sträuchern vorbei. Mal hier und auch mal da siehst du alte, verwitterte Statuen und auch Bänke, die zum Verweilen einladen. Auf der einen Seite der Anlage befindet sich ein alter Kräutergarten mit mediterranen Pflanzen. Atme jetzt einmal ganz achtsam durch die Nase ein und wieder aus. Versuche den Duft der Kräuter wahrzunehmen. Es kann sein, dass du den würzigen Geruch von Thymian, Majoran oder sogar Rosmarin wahrnimmst. Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Öffne dich für diesen wunderbaren Duft und genieße seine heilende Wirkung. Bleibe noch eine Weile und lass deinen Blick schweifen. Was kannst du noch alles erkennen? Spaziere weiter, bis du auf einen magischen Garten vor dem Schloss triffst. Dort wurde mit Hilfe von Licht und Schatten eine mystische Atmosphäre gezaubert. Im Zentrum des Platzes befindet sich ein Brunnen, in dem sich Wasserwesen aus glänzendem Stein tummeln. Sie wirken so echt. Und es scheint, als würden sie mit jedem kleinen Wassertropfen zum Leben erwachen. Die Sonnenstrahlen der Mittagssonne brechen sich im Licht. Zaubern bunte Lichtpunkte auf die Wasserfläche. Verweile einen Moment und beobachte diesen traumhaften Anblick in aller Ruhe. Ein neues Lichtspiel beginnt
mit jedem Lufthauch, wenn der Wind mit den Blättern der umstehenden Pflanzen spielt. Es ist ein Tanz der Elemente, die alles um dich herum märchenhaft verzaubern. Ganz in deiner Nähe duftet es herrlich nach Sommerblumen und Rosen. Laufe noch ein Stück weiter. Atme diesen betörenden Duft ein. Spüre, wie sehr er dich stärkt und belebt. Bienen und andere Insekten schwirren um die Blüten und sind emsig dabei, neues Leben zu erschaffen. Betrachte diese bunte Vielfalt in aller Ruhe und spüre auch die Gelassenheit dieses Ortes in dir. Erkenne, dass du dich jetzt gerade in diesem Moment absolut im Hier und Jetzt befindest. Deine Sinne sind ganz und gar mit diesem Garten verbunden und voller Bewusstheit nimmst du jede Facette wahr. Vielleicht magst du dir ja eine Blume näher anschauen. Suche dir in deiner Vorstellung eine aus. Erspüre ihre zarten Blätter und nimm ihren Duft wahr. Atme voller Achtsamkeit ein und wieder aus. Taste sanft mit deinen Fingerspitzen über den Stängel und die Blätter hinweg. Ist die Oberfläche eher rau, glatt oder sogar etwas stachelig? Lass dir Zeit, deine Blume zu erfassen. Wenn du möchtest, kannst du nach einer Weile weitergehen. Schreite ruhig voran und spüre, wie der Wind sanft deine Schultern berührt. Du gelangst zu einem alten, massiven Tor. Das Choton erstrahlt in einer großartigen Landschaft voller Lavendelfelder. Es ist ein traumhaftes Blütenmeer aus lilafarbener Pracht. In weiter Ferne siehst du die weißen Gipfel hoher Berge, die in der Sonne glänzen wie Diamanten. Kleine Schäfchenwolken stoßen an ihre Hänge und bilden einen kleinen Kranz aus zartem Dunst. Gehe ein paar Schritte weiter und vielleicht magst du auch deine Arme ausbreiten. Mache dich ganz weit und fühle diese schier endlose Blütenpracht um dich herum. Atme ein und nimm den Lavendelduft in dich auf.
spüre seine beruhigende und heilende Wirkung. Nimm die Leichtigkeit deines Seins wahr. Hier, gerade an diesem Ort, darfst du sein, wer du bist. Völlig frei und voller Lebensfreude darfst du diesen Moment ganz und gar in dich aufnehmen. Lass den Duft tief in dich gleiten und nimm wahr, wie jede Zelle deines Körpers diese besondere Energie aufnimmt. Atme alles, was dir nicht mehr dient, aus und lass es vom Wind davontragen. Der Wind gleitet über die Lavendelstauden hinweg und mit jedem kleinen Windstoß gelangt neuer Duft zu dir. Lass deinen Blick schweifen und genieße die sanften Wellen der Felder. Von Zeit zu Zeit steht ein einzelner Olivenbaum mitten in der Landschaft. Leise rauscht der Wind über sie hinweg und spielt mit den Ästen und Blättern der Bäume. Begib dich zu dem Baum. Hier kannst du im Schatten Rast finden. Nun ist deine Zeit der Entspannung. Lehne dich an den Baum und fühle die Entlastung deiner Muskeln. Genieße noch einen Moment diesen Anblick. Atme weiter die heilende Kraft in dich ein und gib alles Belastende ab. Der Geruch von Lavendel strömt in deine Nase. Du kannst diese Heilung tief in dein Innerstes fließen lassen. Fühle die gewärmte Luft der Sonne, die dich erfüllt. Spüre das Gefühl der Freude und Leichtigkeit. Nimm die angenehme Schwere deiner Glieder wahr, die Entspannung und die wohlige Wärme. Nun entspanne einfach durch und durch. Wenn du einschlafen magst, so kehre noch etwas in dich. Lausche einfach meinen Worten, die dich immer tiefer sinken lassen. Atme ganz tief ein und aus.
Arme und Beine. Spüre die Wärme. Nun sinke immer tiefer. Alles ist warm. Alles ist gut. Der Duft der Lavendelfelder wird dich weiter begleiten. Und vielleicht träumst du von weiten Feldern der Provence. Nimm das Gefühl der Leichtigkeit mit in deinen innersten Kern. Entspannung kommt ganz von allein. Alle Geräusche um dich herum fließen an dir vorbei. Sie helfen dir, immer mehr zu entspannen. Lausche einfach dem Geräusch meiner Stimme und entspanne dich immer tiefer und tiefer. Spüre, wie dein Atem durch die Nase ein- und dann wieder ausströmt. Fühle die Kühle der Luft, wenn sie in deinen Körper eintritt. Und die Anspannung ausatmen. Dein Körper darf sich ausruhen. Fühle, wie du in Frieden bist und lass den Tag los, der nun hinter dir liegt. Entfalte dich für deine Ruhe. Und während du nun entspannen darfst, lockern sich deine Muskeln immer mehr. Deine Stirn ist warm. Die Gesichtszüge sind weich. Wunderbar gelöst. Auch die Schultern dürfen lockern. Mit jedem Atemzug immer tiefer und tiefer nach unten sinken. Selbst wenn es nur ein kleines Stück ist, und schon sinkst du immer weiter in eine gelöste Ruhe. Geh nun von den Schultern, dem Nacken und den Armen bis in deine Hände.
Ich frage mich, ob nach einer Weile das rechte Bein oder das linke Bein schwerer wird. Manche Menschen haben das Gefühl, dass sich ein Bein etwas wärmer anfühlt als das andere. Vielleicht ist es nur ein einzelner Zeh. Und dann, nach einiger Weile, breitet sich eine behagliche Wärme von unten bis nach oben aus. Entspanne deinen linken Fuß und entspanne die Muskeln des linken Beins. Jetzt die Muskeln des rechten Beins. Entspanne dich einfach überall. Entspanne die linke Hand, den Unterarm, den Oberarm und die Schulter. Das war's. Nun die rechte Hand, den Unterarm, den Oberarm und die Schulter. Genieße die Ruhe deines Ortes. Nimm all die Gefühle tief in dich auf. Dies ist deine Zeit. Sie ist nur für dich da. Du kannst dich treiben lassen. Schlafen. Schlummern. Schlaf schön.